jetzt Kuschelstunde. Nimmst du meinen Arm und guckst nach dem Hahne. Dass eine Kuhzunge so rau ist, wussten die Kinder noch nicht. Aber sonst schon so einiges. Das Kühe wie der Keu. Und melken, so runterziehen. Aha. Und was kommt dann raus? Milch. Meine Kühe geben auch Milch, aber wir melken die nicht. Die Babys bleiben bei uns, bei den Mamas dran und nuckeln das ganze Jahr die Milch aus den Kühen raus, dass sie groß und stark werden. Das nennt man auch Mutterkuhhaltung. Also wir sind kein Milchbetrieb. Habt ihr das verstanden? Auf dem Archehof Kellerwald bei Ralf Finke ist heute richtig was los. Der Kindergarten Frankenau ist zu Besuch. Und alle wollen natürlich richtig mithelfen. Rainer Lange und Sigrid Briel auch, denn der Hof ist Partner eines Gesamtprojekts, das sich auch um alte Tierarten kümmert. Wir haben ja hier eine Vielzahl von Tieren, die auf der roten Liste stehen. So auch hier diese Tiere, die Kinder gerade streicheln, das Ansbach-Triesdorfer Rind. Und diese Begeisterung zu sehen von den Kindern, wenn sie in Kontakt mit den Tieren kommen, das ist eigentlich das, was die Zukunft braucht. Denn wenn die Kinder mal gezündet haben, dann haben wir für die Arche, auch für die Zukunft, eine Generation, die sich um diese alten, vom Aussterben bedrohten Tiere kümmert. Und während die Kinder sich um die Ziegen kümmern, verschwinden Rainer Lange und Sigrid Briel kurz, denn nur ein paar hundert Meter weiter steht das Besucherzentrum der Arche. Hier gibt es immer Infos über seltene Pflanzen und Tierarten in der Region. Und um noch mehr Besucher zu bekommen, wollen sie den Außenbereich des Infozentrums mit dem Gewinn aus der Umweltlotterie etwas aufhübschen. Wir möchten Tierfiguren aufstellen, zum Beispiel eine Kuh, ein Pferd, ein Schwein, ein Hühnerpärchen und mal gucken, was wir noch für Geld, was wir mit dem Geld alles machen können, was wir alles reinpacken können. Und dann möchten wir die hier aufstellen, damit das Archeschiff besser zu erkennen ist. Zurück auf dem Hof hält sich Ziegenbock Harry wacker. Geduldig lässt er sich mal so richtig abschmusen. Wer traut sich zu kuscheln mit Harry? Nein, dann nimm den, Harry mal in den Arm. Oh. Harry macht alles mit. Den Kindern die Tiere wieder als etwas Schützenswertes näher bringen, ein Ziel der Mitglieder vom Verein Arche-Region. Das sind ganz liebe, zahme Kaninchen und wurden früher gehalten für euch Kinder, um sie streicheln zu lassen. Zum Schluss noch mal zu den Fohlen. Heute hat der Verein ein wichtiges Ziel auf jeden Fall erreicht. Für die Kindergartenkinder aus Frankenau war der Kontakt zu den Tieren ein tolles Erlebnis.